Hallo und herzlich willkommen zurück bei Puddelknalls. Ja, wir sind in der Warteschleife mit dem Bravo und dem Sepp. Hallo. Das Schöne ist, sie hätte ja wenigstens mal vorher sagen können, dass sie jetzt die Anmoderation macht. Ich hänge ja voll gerade mit der Flasche im Bild drinnen. Na, Dankeschön. Also, Grüße erstmal an euch raus. Bitte. Immer wieder gern. So, das Hinterndorf. Im Dungeon. Sepp, bleibe stehen. Jawohl. Sonst spreng ich dich weg. Ja, deswegen. Ach, Ja, mach ja. für einen Scheiß. Nee. Ich gehe direkt raus. Doch. Stopp. Okay, jetzt können wir. Ich lerne aus meinen Fehlern mit euch. Warum mit uns? Da macht die mir schön Sitzt das da wieder Brett. hier. Da macht die Überall mir schön das. draufhauen hier. Die macht mir voll das Brett vor der Nuke auf. Das kann ja nicht wahr sein. So. Ich würde die Dinger ja abbauen. Das Problem ist, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Aber was macht denn ihr alles? Ich habe noch mega viel Platz im Inventar. Rezept für klassisches, was, hoher Feuerkorb. Cool. Ach so, siehst du, Mäuschen, du bist doch gerade hier in der Nähe. Da Ja, kann ich ich habe dir auch noch ein doch. Rezept, was ich schon habe. Das Ja, den und da wollte klassischen ich. Tisch Ja, pass habe mal ich auf, noch. ich. Hier, ich hau dir das mal raus. Das ist für dich. Hier, hol das mal. Ich habe den schon. Das ist für Tisch. Ja. Und der Sepp, der bleibt mal bitte auch bei mir hier. Für dich habe ich da noch den Brustpanzer. Los, komm Was? her. Ach ja. Warte mal. So. Ja. Brustpanzer da, bitte sehr. Oh, Platz. Ach, leck mich. Dankeschön. Ja, bitte sehr. Das Problem ist, ich bin viel zu niedrig vom Level her für die. Ja, deswegen kann ich ja gerne für dich, kann ich doch gerne mit dir mitarbeiten. Nee, ich meine aber nur. Lass mich dir doch helfen. Ich habe zwar, glaube, von uns allen die schwächste Waffe, aber es ist erstmal zweitrangig. Ich habe auch nur den zweiten Zauberstab, den ich habe. Du kommst hier hoch, da steht da erstmal so ein Knüllchen im Wege. Der aber schon angehauen war, hä? Wie geht das denn? Ja, von mir, weil ich So. gestorben bin durch den. Ach so. Der hat mich gar nicht realisiert, der stand eigentlich nur dämlich da. So. Oh, was ist denn das hier? Schneelandschaft. Oh, Aquamarin-Papagei ist ja süß. Wir so einen Papagei haben als Haustier. Was ist das hier? Schreibt Seide, es hä? den Entwicklern. Ach, Seide. Für was brauchte man denn gleich nochmal Seide oder braucht es Seide nur du? Da kann man Stoff draus herstellen. So wie aus der Baumwolle. Ach Aber ich kann ja eh so. nie wirklich viel machen, weil ich gar kein Eisen habe. Ich kann mir Ja, keinen besseren Zauberstab craften, gar nicht. Eisen kann ich dir ja gerne geben. Na, und dann fehlt es bei dir wieder, toll. Ach Quatsch. So, die Wasser. Samen müsst ihr aber hier lassen, weil die wachsen nur. Ach so. Diese Wasseressenz, für was ist die gut, Sepp? Das hast du irgendwie so erst schon mal rausgefunden. Ja, da gibt's einen Heiltrank. So ein Lufttrank. Trank für, ja genau. Da So, kannst du wenn du länger Wasser unter länger Wasser atmen bleiben. kannst. Sind aber sinnlos. Ach Das so, okay. Rezept dafür bekommst du vom Harold. Nee, die kriegst du auch so mal, die Rezepte. Ehrlich, also ich habe die immer Ja, von ja. dem bekommen. Was? Nee, die. Rezept? Ich habe jetzt gerade Rezept für Felixkraft. Verwenden Sie diese Schriftrolle, um ein neues Rezept zu erlernen. Felixkraft. Was ist denn Felixkraft? Keine Ahnung. Ach, Mann. Feuerkorb, klassischer Tisch. Aber was ist Felixkraft? Keine Ahnung, was Felixkraft ist. Kannst du auch nicht sagen.
Ey, die verstecken sich an so einem Eismantel. Ja. Ach, Felix Kraft das ist ist ja voll ungerecht. Felix Kraft ist ein Footballhelm. Dass ihr's wisst. Eine Eisrose. Fell, okay. Ja, die kannst du essen. Achso, cool. Die Rose oder das Fell? Was? Die Blume, die Blüten davon. Ja, die Eisrose. No, die kannst du essen. Also so essen, da wirst du wieder von der Gesundheit besser. Made. Zwei Portale müssen wir hier auf der Map finden. Und ein Händler. Unbedingt nicht, ein Händler. Weiß ich nicht, ob die ja sowas führen. Seidesetzling. Ja, den musst du aber hier lassen, der wächst bei unserem Biom nicht. Das ist ja blöd. Ja, so ist es halt manchmal. Aber wird Seide denn ja eigentlich aus Seidenraupen hergestellt? Sieht doch aus wie eine Raupe, oder nicht? Ja, klar. Deswegen fällt es mir ja in sich auch nur ein. Was? Lass mich bloß in Ruhe, du. Nein, ich konnte die 1-Taste nicht drücken, ich konnte mich nicht heilen, das ist so ein Mist. Ah, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ja, aber wirklich. Aua, jetzt hör doch mal auf damit. So, wo ist der Knilch? Dieser komische Schattenkrieger, der macht einen Schlag und schon hast du gleich mal 229 Leben verloren, ey. Wahnsinn. Ach, mich verfolgen dann direkt mal zwei. Schön zu wissen. Oh, jetzt habe ich gleich wieder zwei. Die spawnen hier anscheinend direkt. Das ist so ein Müll. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Bitte, lass mich in Ruhe. Na endlich. Oh. Oh, da kommt leider natürlich der nächste. Was ist denn hier los? Oh, schön. So, jetzt bleib bitte tot. Danke sehr. Ganz schön Damage die Viecher hier, hä? Ja. Kommt vor.
Schön ist, ich habe schon wieder keine Heiltränke, ey. Wieder alles leer. Also ein Händler für Heiltränke, das wäre doch mal was. Um kannst du selber craften. Ja, aber wenn du keine Crafting-Sachen mehr hast. Und auch. Ich habe hier Fell als Zutat. Ist ja interessant. Ha! Schön. Bist du gerade im Dungeon? Ich nicht, ich? Nee. Aber ich bin in einem Dungeon, nee, das hier. Ist doch. Nein. Ich hatte überlegt, ob ich in den Dungeon gehe. Hatte aber schon irgend so ein Vieh hinter mir. Da habe ich die Tür aufgemacht und gleich wieder zugemacht. Jetzt ist das Vieh in dem Dungeon und ich draußen. Schön. Perfekt. Feigling. So. Aua. Hat schon mal jemand von euch ein Portal gefunden, irgendwie was? Nee, ne? Ja. So, Rezept Stiefel des Zorns. Yay. Kannst du bei Gelegenheit bei mir mal abholen kommen? Ja. So, und du, Viechchen hatte irgendwas erzählt, irgendwas kann man doch hier essen, ne? Blume. Die Blumen. Die Blumen? Diese Eisrosen. Oder? Ah, cool. Ja, essen. Oh, die machen aber gute Energie, hä? Mit 55? Bleib mal eindecken wieder damit. Hey, was ist das? Ich habe dreimal Rezept für Sprengbombe. Cool. Ich hab's alles schon gelernt. So, warte mal, das Holz hier. Wer braucht ein Rezept für Säbel des Portalwächters? Das braucht der Sepp, das habe ich aus Versehen schon mir beigebracht, um dann nachher erst rauszufinden, dass ich es gar nicht brauche, sondern der Sepp. Okay. Müsstest du es haben? Gerne. Falsten. Krieg ich den dafür? Nee, ich bin. Warte mal, das habe ich noch so. Rezept für Panzerschuhe des Zorns kann ich dir geben. Ich will nicht. Nee, kannst du haben. Kannst du ruhig. Veredelter Flammenrubin. Das brauchst du doch, oder? Brauchst du vor allem für Ringe. Ich? Mhm. Ich weiß es nicht. So, geht's denn irgendwo weiter? Nö. Schön, wieder tot. Was ich in letzter Zeit wieder sterbe, ist ja unnormal. Wir können ja auch. Ich lasse hier mal die Tür offen in den in Dungeon, dass ihr wisst, dass ich da war. Ja. Wir können ja theoretisch auch, wenn wir die Portale gefunden haben, dann auch erstmal zu unserem Heimatplaneten wieder zurückreisen. Warum sind deine Taschen voll? Nee, auch generell mal, um vielleicht neue Sachen zu craften. Neue Kleidungsstücke und so ein Späßer, weißt du, wie ich meine? Ja, das klingt nicht. Wir haben jetzt auf unseren Reisen schon das ein oder andere mitgesammelt, was uns vielleicht auch weiterhelfen kann. Könnte ich vorstellen, dass es bei dir genauso ist. Nö, ich habe eigentlich nie wirklich viel gesammelt.
Ja, Golem, wo willst du hin? Hä? Ich bin hier, du Affe. Guck, dass ich einen Baum an. Ich denke, Golem. Ja, steht vor dem Baum, guckt sich einen Baum an. Oh, Baum. Mach ich auch immer. Ach so. Ne. No. Oh, was gibt's denn hier? Rezept für roten Kristallblock. No. Möchte das jemand haben? Ich würde es nehmen, wenn du es nicht brauchst. Nur sehr gerne. Gebe ich dir gerne ab. So, was haben wir hier? Genau, ist der Kristallblock. Warte mal, hau ich mir gleich mal ins Inventar, ja, dass ich den aus Versehen benutze. Rezept für Stiefel des Zorns. Oh, willst du mich verarschen, lass mich in Ruhe. Scheiß Vieh. So, nee, da hab ich jetzt gar keine Lust drauf. Was denn? Ach, nicht, mich verfolgen hier so ein paar Leute. Weil bei denen etwas schulden? Nö, eigentlich nicht. Achso. So, da. Es ist schon tisch eigenartig, dass du hier auf der Map eigentlich so gut wie nichts findest, hä? Wieso, was willst du denn finden? Die Portale. So in erster Linie. Was ist denn hier los? Du kommst hier hoch. Kommst hier hoch und wirst dann gleich mal kalt gemacht. Herzlichen Dank dafür. Schön. Ich baue mich ja gerade hoch und dann wirst du erstmal kalt gemacht. Soll vorkommen, ne? Ja, aber wirklich. So. Schön. Die Viecher sind ganz schön stark, muss schön, ich mal wie so sagen. Wie er Bede blinkt. Es ist einfach nur, die Viecher sind extrem stark für dich. Ja, es ist Wahnsinn, oder? Der hat den Trank nicht getrunken. Na komm. Nimm das, Bösewicht. So, und hopp. Oh, Frostmade. Die Frostmaden gehen da noch. Ja, aber wenn die eben halt so gerade im Kampf hochkommen, ist das schon ein bisschen belastend. Esther? Gehört halt dazu. Natürlich gehört's dazu. Was hab ich denn hier noch? Veredelter Sesa 4. Mhm. Was denn hier alles gibt.
Du. Oh. Euch kenne ich doch noch zu gut. Euch wollte ich doch zuerst erledigen, hab bloß den Weg zu euch nicht mehr gefunden. Nimm das, Golem! Also interessant, dass du hier verschiedene Golem-Arten hast, dass du auf einmal die Golems hast, die diesbezüglich immer kleiner werden und dann auf der anderen Seite die, die ja sich einfach quasi dann in Steinhaufen verwandeln. Das ist alles. Ja. Soll ja den Spieler ohne langweilig werden. Da ich nicht weiß, ob ich eventuell für spätere Sachen Seide benötige, crafte ich gerade alles hier ab, was ja irgendwo Seide ist. Na, ich brauche viel Seide, das weiß ich jetzt schon. Achso? So schlimm bei dir? Die Klamotten hauptsächlich aus Seide, also dann die weitere hauptsächlich aus Seide. Aha. Ich renne ja, glaube ich, immer noch mit der Lilanen rum. Ja. Ja. Ich habe 150 Schutz. Ich weiß gar nicht, was ich habe. Ich habe 255. 130. Dafür, dass ich aber angeblich so viel Schutz habe, sobald die komischen Magier oder eben halt auch die anderen hier in Treffer landen bei mir, da sind gleich mal 230 Leben weg. Eiskalt. Wir sind ein bisschen zu schwach, kann das sein? Irgendwie schon. Man hätte sich vielleicht vorher mal alle ausrüsten sollen, richtig. Bin ich ja der Meinung. Naja, dann... Wie gesagt, meine Frage, hat irgendjemand hier von... Oh, ich habe ein Portal gefunden. Wenn ich es überlebe, kann ich es aktivieren. Ich habe es überlebt. Das klingt doch schon mal sehr gut. Ja, dachte ich mir auch gerade. Es ist sogar ein gelbes Portal, da habe ich ja genügend Fragmente mit. So. Gut, da aktiviere ich doch jetzt einfach mal hier dieses Portal, indem ich, wo haben wir es denn, die gelben Steine hier, sechse herstelle. So. In die Aktionsleiste und setzen. Schön. Und zwar geht es dann wieder auf eine Palmeninsel anscheinend. Wo wir nur ein Portal finden müssen. Hä, aber wie kommt man dann... Ach, da müssen wir... Ach, das ist... Hä? Angler Kai? Palmbucht? Warte mal, das ist die Map, wo wir diesbezüglich das Problem haben, wo wir ja Eisen herbekommen haben. Ach, und wir haben im Vorfeld schon eine Map vergessen. Ah, okay. Interessant zu wissen. Gut, Freunde, wie sieht's aus? Wollen wir da erstmal zurückreisen oder wollt ihr noch hier irgendwie rumgucken? Nö, wir können zurückreisen. Von meiner Seite. Von Fienchen Seite. Ist egal. Da gut. Könnt ihr uns auch noch warten? Nö, wir können ruhig. Okay, dann mache ich ganz einfach eins. Ich drücke mal auf die Heimatinsel. Dadurch sehen wir quasi, dass wir jetzt nach Finkenfort reisen. Und das heißt, wir kommen jetzt in so einem schönen Tunnel. Und das wiederum, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen, heißt für euch, schaltet gerne morgen wieder ein, wenn es heißt, wir spielen eine Runde Portal Knights mit dem Besepp und mit der Fine, also mit unserem Milch-Akro-Milch. In der Hinsicht, macht's gut. Ciao. Ohne X. Tschüss. Ciao.